Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Einsatzes in vier Festungen. Wir haben, so wie in der letzten Woche angekündigt, jetzt in dieser Woche die Spezialausgabe am Start. Und ja, heute haben wir mal wieder ein bisschen was Besonderes in mehreren Hinsichten. Und zum einen sind wir auf der republikanischen Seite unterwegs, ihr seht das Ganze schon im Hintergrund. Zum anderen sind wir mal wieder auf Coruscant. Das ist, okay, das hängt mit der republikanischen Seite zusammen, ne? Aber wir sind auf einer Gildenfestung tatsächlich mal unterwegs. Auf einer Coruscant-Gildenfestung. Und ich habe von einem Zuschauer von Jetgaron, mit dem wir auch schon mal ein kleines Rätsel in seiner Yavin 4-Festung gemacht haben, habe ich ein neues kleines Rätsel zugeschickt bekommen. Das heißt, zusätzlich zu dem simplen Anschauen dieser Gildenfestung hier heute, haben wir eben noch ein bisschen was, was wir abarbeiten können. Klingt jetzt ein bisschen aufwendig, aber so ein kleines Rätsel, was wir lösen können. So trifft es vielleicht das Ganze eher. Ja, wie ist das zu verstehen? Ich lese einfach mal vor. Ich habe 5, 6, 7 Mails gekriegt sozusagen, wo immer verschiedene Sachen drinstehen. Ich werde die euch hier jetzt auch nach und nach einblenden. Und wir werden dann nach und nach auch erkennen, was wir eben zu tun haben. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Eine neue Herausforderung ruft. Guten Tag. Das ist sehr formal. Das muss natürlich im Normalfall nicht sein. Egal, ich habe eine neue Herausforderung für dich. Diesmal in schon einer Festung, in einer Festung, die er mir schon mal angeboten hat. Auf der Webseite Gilde Schwarze Eisengarde. Damit haben wir das nämlich auch schon gleich geklärt. Die ist auch zu 100% ausgebaut. Lass mich mal fix auf den schlauen Zettel gucken. 18,7k an Prestige. Das ist jetzt, glaube ich, aber wirklich das, was hier auch verbaut ist. Nicht das, was die Gilde besitzt, weil das wäre wahrscheinlich ein bisschen wenig. Vielleicht ist es auch einfach bloß ein Fehler im System, wer weiß. Vielleicht habe ich es auch falsch aufgeschrieben. Keine Ahnung. Jedenfalls 100% ausgebaut. Sollte klar sein. Genau, Standort auf Coruscant. Für die Aufgabe wirst du verschiedene Gegenstände bekommen. Da gehen wir gleich drauf ein. Und Nachrichten, die eben entsprechend an unseren Charakter geschickt werden. Die zeige ich euch gleich. Die Aufgabe wird sein, dass du herausfinden musst, von welchem der Leute, also von welchem des Dekopersonals mehr oder weniger, diese entsprechende Nachricht kommt und dann eben einen dieser Gegenstände mit ihm zusammen einnehmen. Ja, also das sind eben die Gegenstände, die er uns jetzt schickt. So, da geht es natürlich auf der zweiten Seite weiter. Es gibt natürlich wieder einen Anreiz und Preis. Mit freundlichen Grüßen, Jetgaron. Falls du sie nicht findest, lade ich dich gerne mit deinem Rapture ein. Kannst du dort parken. Genauso haben wir das gemacht. Das heißt, ich habe mich sozusagen in die Gilde einladen lassen. Das Problem mit Gildenfestungen ist ja, man kann dort eingeladen werden. Allerdings müsste er mich dann einladen, wenn ich diese Aufnahme hier mache. Und nicht, wenn wir irgendwie mal beide online sind. Sondern es muss ja beiden passen. Beziehungsweise mir muss halt das zur Aufnahmezeit passen. Und wenn er dann nicht online ist, komme ich nicht auf die Festung. Auch wenn sie öffentlich gelistet ist, findet man halt nicht. Und dementsprechend haben wir das einfach so gemacht, dass ich in die Gilde eingeladen wurde. Und jetzt bin ich auf der Gildenfestung, seht ihr im Hintergrund schon. Gut, dann haben wir als nächste Mail im Endeffekt die Weiterleitung der Nachricht. Erste Nachricht für die Herausforderung. Sehr geehrter Theodolor, es wird immer formaler, ist ja Wahnsinn. Verschiedene Gäste meiner Gildenfestung haben mich gebeten, ihnen folgende Gegenstände für das Treffen zuzusenden und eine kleine Aufwandsentschädigung dazu. Die persönliche Einladung werde ich ihnen auch nochmal zukommen lassen mit den nächsten Nachrichten. So, und da sehen wir unten, haben wir jetzt also 5 Gegenstände gekriegt und ein kleines Pad, einen Ballon. Und diese 5 Gegenstände kann man anklicken und einsetzen. Und jetzt haben wir im Nachhinein oder im Nachfolgenden 5 Meldungen gekriegt oder 5 Briefe hier, sage ich mal, von verschiedenen Leuten, die auch in verschiedenen Stilen eben entsprechend geschrieben haben, verschiedene Sachen geschrieben haben. Und anhand dieser Texte sollen wir jetzt eben entsprechend herausfinden, mit wem wir hier was einnehmen sollen. Ich würde sagen, ihr habt die Texte im Hintergrund alle gesehen. Gehen wir mal ganz kurz darauf ein, beziehungsweise sind ja eingeblendet. Susurigar, Theodolor, also ne, Mandalorianisch an der Stelle, wissen wir auch schon. Als Zeichen meines Respektes würde ich den mit euch ein gutes Glas von gekühlten koreanischen Cocktail trinken. Oh, da wäre ich jetzt auch voll dabei. Wetter ist ja Premium, ne? Und mit euch den Ausblick auf Coruscants Wolkenkratzer genießen, sobald ihr mich gefunden habt. Also, wir haben mehrere Sachen. Zum einen gekühlten koreanischen Cocktail wollen wir trinken. Und er hat scheinbar einen guten Ausblick auf die Wolkenkratzer Coruscants. Damit haben wir so ein bisschen auch die Idee, dass wir ihn sicherlich nicht unten im Keller finden werden. Red Vavir oder Rettel Vavir vom Clan Fett hat geschrieben. Dann haben wir Theodolor. Einst trafen wir uns auf einer versteckten Klippe, wo ich verbannt von meinem Orden mein Leben gefristet habe. Euer Besuch hat mir neuen Mut gegeben, um die Galaxie wieder zu bereisen. Nun hoffe ich, dass wir bei einem gemeinsamen Snack einer für mich neu entdeckten Köstlichkeit, dem schmackhaften Taurücken-Steak-Sandwich, nochmal uns sehen. Möge die Macht uns gewogen sein. Und da habe ich schon so eine kleine Idee, wer das
sein könnte, auf einer versteckten Klippe, verbannt von seinem Orden. Das könnte Kollege Don sein, ne? Der verbannte Jedi. Mal gucken. Vielleicht finden wir Don ja tatsächlich. Wir haben ein besonderes Essen, betreff kleiner Dank, Theodolor. Ihr seid hier mit gebeten, mit dem General der Republik Xartel, bei einem äußerst guten, treuen, gepfefferten Banter gemeinsam den Sieg der Republik zu feiern. Auf der Festung der Schwarzen Gilde, Schwarzen Eisengarde erwartet auf euch. Adjutant Theoshan. Okay, wir suchen also auch noch einen General, mit dem wir ein ordentliches Bantersteak futtern wollen. Und diese Nachricht wurde nach dem Dekodierschlüssel Alpha 354 verschlüsselt. Guten Tag, Theodolor. Durch ihre großen Dienste an der Republik hat ihnen der SED-Kommandant Lothore die Gunst erwiesen, mit ihm ein Glas vom klaren onderonischen Punsch zu trinken, und als kleinen Dank hofft er, dass sie diese Herausforderungen schaffen. SID Ende. Klarer Punsch? Okay, also Shotgläser habe ich auf jeden Fall schon mal mitgebracht. Und wir haben als letztes, wir trafen uns auf Ossus. Theodolor, als Meister im Orden der Jedi hat man nicht viele Freunde. Man dient mehr, als dass man feiert. Deswegen hoffe ich, dass wir uns im entspannten Rahmen dort treffen, wo es in den Himmel geht, den Feiertag spezial gemeinsam genießen beim Zuschauen der Tanzenden. Okay, haben wir also auch ein paar Hinweise drin. Euer Keldor-Freund denkt an Ossus. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann fangen wir auch gleich noch mit der letzten Mail an, die auch noch mit dazu gehört. Und das ist eine kleine Danksagung. Und das lesen wir natürlich auch noch fix durch. Moin Theodolor, ich freue mich, dass es gestern schon geklappt hat mit dem Schlüssel, dass du deinen Char dafür in die Gilde geholt hast. Wie gesagt, hatte ich schon erzählt, wie wir das Ganze laufen lassen. Da du jetzt Schlüssel hast, kannst du bei einer Gildenfestung eigentlich ja auch die Festungseinführung nutzen. Wäre vielleicht eine tolle Eröffnung für dich bei dem Video. Ja, können wir machen. Habe ich vielleicht auch noch vorne rangeschnitten, wer weiß, keine Ahnung. Die Idee ist mir vorhin gekommen, als auf der Imp-Seite bei der Spiegelgilde, ob das so wirkt, wie ich es haben möchte, kontrolliert habe. Gut, ich hätte auch eine kleine Bitte. Ich würde mich gerne über das Video bei zwei Spielern bedanken und das mache ich jetzt einfach mal hier im Namen von Jetgaron. Da sie mir geholfen haben, meine durch eine Krankheit kaputten Augen auszugleichen und mit zwischendurch darauf achten, wie etwas steht. Und in diesem Sinne auch von meiner Seite natürlich ein Dank an die Spieler Diagord und Kaltora. Ja, würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir hier jetzt so vor uns haben. Das heißt, wir gehen jetzt mal in-game und wir machen mal das wunderbare Bild jetzt hier an. Und ihr seht, ich bin auf dem Wächter unterwegs. Ein Wächter, den wahrscheinlich so niemand kennt oder kaum jemand kennt. Ich habe im Inventar die Gegenstände, 5 an der Zahl, und habe eben entsprechend einen Ballon. Den können wir erstmal separat machen. Wir haben hier einen gekühlten koreanischen Cocktail. Wir haben den klaren onderonischen Punsch. Wir haben das gepfefferte Bantersteak. Wir haben das Taurücken-Sandwich. Und wir haben das Holiday Special, also das Ferien-Spezial. Das war für den Feiertagsspezial. Das war für den Keldor-Freund von Ossus. Gott. Increases Presence. Das ist ja auch toll. Increases Out of Combat Health Regeneration. Danke. Ja, gibt auf jeden Fall gut Präsenz heute. Wir sind sehr präsent. Gut. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in die ganze Aktion. Wir sind natürlich auf einer Coruscant-Festung unterwegs. Und sind hier im Startbereich. Ach, guck mal, da steht Don. Den werden wir wohl dann gleich erstmal bezirzen, mehr oder weniger. Coruscant. Wir wollen natürlich auch diese Festung uns anschauen. Kommt also mal mit dazu. Das heißt, wir werden uns erstmal kurz den Raum anschauen und dann werden wir mal gucken, ob irgendeine der Beschreibungen, irgendeine der Mails hier auf ein paar Persönlichkeiten eventuell passt. Also von einem republikanischen Soldaten haben wir jedenfalls nichts gekriegt, das kann ich schon mal sagen. Wir haben Pflanzen auf jeden Fall, einige, die rumstehen, auch hier schön mit einem Springbrunnen mit bei, Felusa Stato hier als Empfangsdame mit am Start und sehr schön grün, auch dieser wunderbare Leuchter, eine sehr coole Sache, aber auch tatsächlich Überwachungskameras hier, wunderbar. Scheint auf jeden Fall eine republikanische Festung zu sein, wer hätte es gedacht, mitten auf Coruscant. Und ein Holoschild haben wir ja auch mit am Start, wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, mit Don haben wir uns ja auf jeden Fall getroffen auf der Klippe. Jetzt muss ich mal gerade hier die... Da.
Einladung zum gemeinsamen Brechen des Bands war das, glaube ich. Man sieht den Titel leider nicht komplett. Einst trafen wir uns auf einer versteckten Klippe, das würde auf ihn passen. Er hat es verbannt von seinem Orden, passt auch. Und nun bereist er wieder die entsprechende Galaxie. Und da würde ich sagen, können wir an dieser Stelle ein schmackhaftes Taurücken-Sandwich genießen. Und das gönnen wir uns jetzt hier mal. Und dann kriegen wir natürlich hier entsprechend den Buff dafür. Ja, wunderbar. Dann haben wir das schon mal erledigt. Was haben wir hier noch? Ein SIS-Commander. Haben wir nicht? Also SID-Commander im Deutschen, ne? Es ist halt im Englischen SIS. Haben wir nicht von einem Commander auch was gekriegt? Das könnte sein, aber den kann ich leider nicht anvisieren. Durch den großen Dienst an der Republik hat ihn der SID-Kommandant Lord Hore die Gunst erwiesen, mit ihm ein Glas von klaren onderonischen Punsch zu trinken. Das könnte der schon sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, erst. Pass auf, wir warten einfach mal, ne? Man muss ja vielleicht auch das Pattern mitnehmen, also pro Raum einer so ungefähr. Wir gucken mal, wenn der das tatsächlich sein sollte, dann können wir natürlich nachher immer noch was mit dem saufen. Sollte nicht das Problem sein. Schauen wir mal erstmal weiter. Hier auf dem Flur, was haben wir denn hier schönes? So, aber erstmal auf jeden Fall ein Baum hier mitten im Weg, der das Ganze ein bisschen absperrt. Verkehrsfluss ein bisschen teilt. Hier haben wir Jedis, die das Ganze hier entsprechend etwas bewachen. Die Treppenaufgänge nach oben. Und hier haben wir auch wieder Springbrunnen an der Seite. Oder Wasserfälle, die hier aus der Wand rauskommen und sowas. Hier auch wunderbar das Ganze eben reingeschoben in die Wand, dass das so nur zur Hälfte zu erkennen ist entsprechend. Wunderbar. Ja, dann schauen wir mal hier hinten in den Raum rein. Da sehen wir auf der Minimap schon, das hier ist ein Raum, der der Utility gewidmet ist. Das heißt, wir haben eine Modstation, wir haben die ganzen Händler hier. Die Javas sind auch mit am Start. Und wir haben die Bänke hier entsprechend mit dem galaktischen Handelsnetz hier verbaut und auch mit dem Postfach alles ineinander gestopft. Nimmt keinen Platz weg. Wunderbar. Dazu noch ein paar Sitzgruppen. Kann man sich vom Handeln ausruhen. Aber kein besonderes Personal, auf das irgendeiner der Beschreibungen passt. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir weiter. Klassischer Utility-Bereich. Ausgezeichnet. Was haben wir hier? Oh, hier haben wir eine kleine Bar, würde ich sagen. Aber auch mit Spa-Bereich. Also hier vorne ist auf jeden Fall erstmal eine Bar. Da kriegt man was zu trinken. Was haben wir hier? Ein Bartender. Ja, war ein Weequay Patron, da ist ein Devoronianer, ein Jedi Padawan. Ah, Tanzender, warte mal, irgendwas war da mit den Tanzenden. Ah, das war der Jedi Meister, der Keldor, der feiert mit den Tanzenden. Aber hier steht gerade kein Keldor, also ist das wohl hier noch nicht. Aber nichtsdestotrotz können wir trotzdem mal einen trinken hier an der Stelle. Warte mal, was ist denn hier passiert jetzt? Ich habe einen getrunken und bin schon durch. Okay, alles klar. Ich hinterfrage das einfach gerade nicht. Cool. Okay, also wir haben eine Bar hier mit drin. Bisschen Terrarien, bisschen Grün haben wir auch immer mit am Start. Hier hinten auch so ein bisschen überbaut das Ganze. Auf jeden Fall auch so einen kleinen Pool, der hier noch mit dabei ist. Musik läuft sicherlich auch im Hintergrund. Würde auf jeden Fall wunderbar passen. Sehr schön. Gut, schauen wir mal weiter. Wir gehen erstmal geradeaus durch. Was haben wir hier? Oh, hier sieht es auch schon wieder sehr grün aus. Aha, Revenites, die das Ganze hier bewachen. Auch sehr interessant. Die hier, die sind scheinbar sehr oft verbaut worden. Die sind aber auch echt cool, ne? Da ist drin so ein Bäumchen, sieht aus wie so ein hochseltener Bonsai, der extreme Pflege benötigt. Springbrunnen, noch ein Pool. Und hier unten Sitzgelegenheiten. Ein kleiner Druide, der das Ganze hier ein bisschen wässert. Auch wieder ein Weequay und ein Rishi. Dann hier ein Aquarium, das waren jetzt drei Wörter hintereinander, ein Aquarium, was hier entsprechend noch mit rumsteht. Relativ große Bar haben wir natürlich auch mit dabei. Also den Hangar umfunktioniert auch nochmal zu so ein bisschen Lounge-Bereich, Chill-Out-Area, das ganze Grün hier macht sicherlich auch durchaus erträglich. Wenn es nicht zu feucht ist, aber ich sehe hier hinten auch gerade schon, da kommt schon ein bisschen Luft rausgepüstert. Aber gut, Wasserfälle haben wir auch mit am Spart, also sollte eine relativ ruhige Atmosphäre sein. Haben wir eine Waitress, eine Kellnerin. Wunderbar. Also auch ein sehr ruhiger Bereich. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach oben. Gehen wir mal die linke Treppe hoch. Oha. Auf dem Absatz wird hier schon getanzt. Auf dem Treppenabsatz. Na sowas. Hier auch wieder, vor diesen Greewalls wird hier entsprechend getanzt. Ist ja der Wahnsinn. Oh, hier stehen die Schreckensmeister.
Wunderbar. Was haben wir hier auf der Innenseite? Ein republikanisches Logo. Haben wir unten auch nochmal. Ah, hier ist tatsächlich aber auch Musik. Da geht hier sogar die Party im Treppenhaus. Weißt du, unten in der Kantine stand keine Jukebox, aber hier im Treppenhaus, hier geht's ab. Sicherheitskamera überwacht das Ganze natürlich. Ein bisschen Grün darf auch nicht fehlen. Gut, gehen wir erstmal. Gehen wir draußen lang. Gehen wir draußen lang. Was haben wir denn hier Schönes? Sitzbereiche. Springbrunnen, viel, viel Grün. Eine Oase, kann man sagen, ist das Ganze hier. Was haben wir hier? Hier haben wir einen Mandalorian Specialist. Das könnte unser Kollege sein, den wir als erstes hatten. Der Mandalorianer vom Clan Fett. Der wollte ja auch den Ausblick genießen. Das würde ja hier auch ganz gut passen. Der steht zwar nicht am Rand, aber es könnte ja theoretisch passen. Na, gucken wir weiter. Ein Patron haben wir hier, der passt natürlich hier nicht hin. Das sind ja auch zwei Bars hier so ein bisschen zusammengestellt, ne? Wobei der in der Bar steht. Naja, gut. Da ist der republikanische General. Ja, ich würde sagen, das ist eindeutig. Darf ich mich hier hinstellen, nehmen den? Jawohl. Der republikanische General, den haben wir also auch gefunden. Taurückensteak haben wir gemacht. General der Republik, Xartel ist das. So. Und mit dem wollen wir ein gepfeffertes Bantersteak futtern. Auf geht's, weg damit. So, das hat auf jeden Fall geschmeckt. Aber das Steak nicht, ne? Oh, das ist ja belastend. Na gut. Gut, den General haben wir auch gefunden. Wunderbar. Kriegt man ja noch was zu trinken? Naja, erstmal nicht, wa? Hier ist wieder eine Kellnerin. Was haben wir hier oben noch? Springbrunnen über Springbrunnen hier an der Stelle. Natürlich wunderbar, das Ganze. Die sind ja auch stilistisch sehr ähnlich, dass man die hier so ineinander stackt. Passt wunderbar. Auch wenn das mit dem 3 ist natürlich schwierig. Ne? Also hier fällt es nicht ganz so auf, weil die beiden halt so vorne sind. Aber man muss sich halt auch an diesen Spitzen hier orientieren. Ne? Ah, das ist schwierig. Aber ist trotzdem gut gelungen. Und dazu ein mit Goldadern durchzogener Stein. Sehr schick. Ja, also ich bin der Meinung, das könnte ein Mandalorianer sein. Wir schauen mal, ob drin noch einer ist, der irgendwie die Aussicht genießt. Ansonsten kommen wir nochmal zurück. Den merken wir uns auf jeden Fall vor. Und hier tanzt schon wieder jemand. Ist ja schlimm. Ist das hier genauso? Oh ja, auch mit den Schreckensmeistern und hier auch entsprechend der ganze Wendeltreppe lang gebaut hier. Oh, Master Nostural. Das könnte der Keldor-Freund sein, den wir auf Orsus getroffen haben. Der ist auch Meister im Orden. Oh, im entspannten Rahmen treffen wir uns dort, wo es gen Himmel geht. Im Treppenhaus. Ja, auf geht's. Feiertagsspezial mit Master Nostural. Zack, weg ist es. Ah doch, die beiden stacken. Ah ja, sehr gut. Haben wir den also auch fertig. Fehlt der Mandalorianer und der SID-Heini. Die haben wir ja theoretisch schon gefunden. Aber vielleicht finden wir noch einen, auf den die Beschreibung jeweils auch passt. Werden wir sehen. Oh, hier ist ja auch schon wieder so Oase, ne? Oh, hier, verdammt, hier ist noch ein Keldor-Jedi-Meister. Aber den haben wir nicht auf Orsus getroffen und der steht nicht dort, wo es gerne... Und hier gibt es zwei davon. Fällt aus, passt nicht. Passt nicht. Gut, liegen haben wir ja auch am Start. Also ich habe so das Gefühl, das ist hier die reinste Wellness-Oase, wo es einfach nur darum geht, sich zu entspannen, wenn man irgendwo draußen aus dem Kampf kommt. Muss man ja auch mal haben. Die wunderbaren Lampions hängen oben an der Decke. Oh, noch mehr liegen. Ist ja ein Traum. Ah, hier kann man auch Geräusche anmachen. Was haben wir denn hier Schönes? Birds, ja, das ist wunderbar. Komm, mach mal an. Horchen wir mal rein. Oh ja, sehr, sehr gut. Das passt gut hierher zu dem Ganzen. Ich glaube, da hier kann man sich auch gut vorstellen, dass hier so ein paar Vögelchen im großen Glashaus drin sind. Wunderbar. Noch mehr Sitzecken, noch mehr Liegen, Springbrunnen, Pflanzen. Sehr schön. Und diese Lampen, auch aus demselben Paket, ne? Ziemlich cool. Was haben wir hier? Hier haben wir zwei Chiss, die hier den Besprechungsraum bewachen, so wie das aussieht. Selbst im Besprechungsraum hat man hier noch ein bisschen Grün und Wasserfall, damit das Ganze ein bisschen angenehmer wesentlich ist. Wenigstens. Ja, sieht nach Besprechungsraum aus. Haben wir auch noch ein Planetenterminal. Also ein Holo. Wunderbar. Was haben wir hier? Hier haben wir eine Matchstation. Jo, alles klar. Koltofässer sind am Start. Hier ist auch nochmal so ein liegendes Koltofass. Entsprechend ein paar Krankenbetten. Medic und ein entsprechender Druide.
Hier wird man entsprechend gut behandelt, falls irgendwas sein sollte. Und auf der Seite hier haben wir eine kleine Bibliothek, so wie es aussieht. Und einen Besprechungsraum vielleicht auch für die Jedis hier. Entsprechend. Und eben diese klassischen Bibliothekswände hier. Und eine Greekugel. Sehr cool. Okay, dann glaube ich, haben wir tatsächlich alle gefunden. Das heißt, wir gehen nochmal raus. Dort hatten wir den Mandalorianer. Mit dem müssen wir den Cocktail trinken. Das kriegen wir natürlich hin. Stellen wir uns hier so ein bisschen daneben. Und dann gibt es hier den gekühlten koreanischen Cocktail. Der ersetzt jetzt gerade unseren Holiday Spezial. Der war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und dann brauchen wir noch den SID-Heini. Und der stand ja unten im Startgebiet. Also da im ersten Raum, glaube ich, gleich drin. Und den holen wir uns jetzt entsprechend noch. Und dann, glaube ich, haben wir diese kleine Herausforderung hier auch wieder nach Plan abgeschlossen. Hier steht der Kollege. Nein, Dural, dich brauche ich jetzt nicht. Da ist der SIS-Commander. Mit dem gönnen wir uns jetzt noch einen Punsch. Nicht alkoholisches natürlich. Und den Ballon, den setzen wir natürlich auch ein, damit wir den entsprechend mitnehmen hier. Wunderbar. Dann würde ich sagen, suchen wir uns einen Platz oben in dem wunderbaren Areal, wo auch die Vögel so schön gezwitschert haben. Und dann setzen wir uns hier einfach auf die Bank. Und genießen den Ballon, wie er vor uns schwebt. Die wunderbare Atmosphäre hier drin. Ja, das war eine Coruscant-Festung mal wieder, eine Gildenfestung. Sehr schön grün eingerichtet, sehr schön auf Wellness und Erholung ausgerichtet und trotzdem natürlich immer wieder eine Bar dazwischen, dass man auch was zu trinken kriegt. Eine wunderbare Sache, hat mir sehr gut gefallen. Und dazu noch diese kleine Herausforderung, dieses kleine Rätsel, was man da eben noch mit lösen musste. Wunderbar aufgesetzt, vielen Dank dafür. Und ich habe gesehen, du hast mir auch schon wieder ein neues Rätsel geschickt oder eine neue Herausforderung für eine weitere Festung. Das gucken wir uns dann demnächst natürlich auch wieder an. Freut mich natürlich immer, wenn da so ein bisschen Kreativität noch hinzukommt. Das soll es gewesen sein in dieser Video mit der 51. Ausgabe des Einsatzes in 4 Festungen auf Coruscant. Ihr könnt natürlich gerne Feedback unten dalassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich. Mein Name ist Theodor. Ich bin raus. Tschüssing.